Die NRW-Landesregierung und andere Bundesländer planen massive Verschärfungen ihrer Polizeigesetze. Dagegen regt sich vermehrt Widerstand. Kern des neuen Polizeigesetzes ist die Einführung des Rechtsbegriffs der drohenden Gefahr. Durch die bloße Vermutung einer Gefahr wird die Polizeitätigkeit vorverlagert in einen Bereich, in dem noch gar keine konkrete Gefahr droht. Das neue Polizeigesetz ermöglicht es, Menschen auch ohne konkreten Verdacht anzuhalten und zu durchsuchen, bis zu einen Monat in Präventivgewahrsam zu nehmen oder mit Hausarrest und Kontaktverbot zu belegen. Sie soll Computer und Smartphones hacken dürfen, um Messenger wie WhatsApp mitzulesen. Nicht nur von vermeintlich verdächtigen Personen, sondern auch in deren sozialen Umfeld. Zudem wird auch die Videoüberwachung des öffentlichen Raums ausgeweitet. Mehr Videokameras bedeuten aber keineswegs eine nachhaltige Strategie gegen Kriminalität. Verbrechen weit im Vorfeld zu verhindern, mag im ersten Moment wünschenswert erscheinen, erhebt aber unverdächtiges, grundrechtlich geschütztes Handeln in den Bereich des Verdächtigen und bedroht damit die Unschuldsvermutung. Strafbefugnisse im Polizeigesetz und der Eingriff bei Verdacht auf Gefahr verwischen die Grenze zwischen polizeilicher und nachrichtendienstlicher Tätigkeit und stellen auch die Gewaltenteilung insgesamt in Frage. Betroffen von diesen Eingriffen in die Grundrechte sind wir alle. Es reicht schon, zur falschen Zeit am falschen Ort zu sein. Doch muss klar sein, manche wird es früher und härter treffen als andere. Nämlich diejenigen, die bereits besonderes Ziel polizeilicher Eingriffe sind. Durch den im Polizeigesetz vorgesehenen Ausbau von strategischen Fahndungen werden von Rassismus betroffene Menschen noch weit mehr als jetzt von Racial Profiling-Kontrollen getroffen werden. Auch Wohnungslose, psychisch Kranke, politisch Aktive, streikende Fußballfans und viele weitere werden die Maßnahmen verstärkt zu spüren bekommen. 2017 hatte Deutschland die niedrigste Kriminalitätsrate seit einem Vierteljahrhundert. Trotzdem werden derzeit in mehreren Bundesländern die Polizeigesetze verschärft. Den Landesregierungen reichen vage Terrorängste und ein diffuses Unsicherheitsgefühl in der Bevölkerung als Rechtfertigung. Das ist der Weg in den Polizei- und Überwachungsstaat. Wir sagen deshalb, wie in vielen anderen Bundesländern auch, Nein zum neuen Polizeigesetz in NRW, Nein zum massiven Eingriff in die Grundrechte von Millionen von Menschen und Nein zu massenhafter Überwachung unter dem Deckmantel von Sicherheit und Ordnung. Kommt zur Demonstration am 7.7. in Düsseldorf.